Shishi Shisha wieder am Start, neue Folge für euch parat. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt kommt Janis sein Referat. Jetzt kommt mein Referat. Nein, kommt nicht, ich bin nicht mehr in der Schule. Als allererstes, wir haben eine neue Pfeife am Start, gesponsert gekriegt vom Shisha aus Dortmund. Werden wir nochmal ein separates Video natürlich zu machen, wo ich die Pfeife einmal erklären, einmal zusammenbauen, einmal auseinanderbauen und pipapo. Heute geht es mal nicht um Tabak, sondern mehr um Tabakersatz. Wir haben drei Sachen rausgesucht. Angefangen haben wir gerade mit einer Rauchpaste oder Creme von True Clouds. Genau, warte, lass mich mal weiter erzählen. Ich habe den Kopf gebaut, ich weiß genau, worum es hier geht. Ja, wir haben hier von, was ist das nochmal? True Clouds, wie Janis schon gesagt hat, hier die Paste. Wir haben einmal Blue Avalanche und Zigarre Vanille. Wir haben beide reingemischt, weil wir von beiden nicht mehr viel hatten. Ja. Und die standen schon ein bisschen länger, die waren ein bisschen fester schon, aber wie ihr seht, die qualmen noch, man kann sie noch rauchen. Ja, vom Geruch her, wenn man bei dem Zigarre Vanille raucht, das riecht so geil, sage ich jetzt mal. Richtig schön süß, ja, Zigarre riecht man da nicht so raus. Das ist aber so eine süße, bisschen herbere Vanille, finde ich, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und bei dem anderen, bei dem Blue Avalanche hier, ich weiß nicht, was Avalanche jetzt heißen soll, aber ja, es riecht wie Blue, wie Bayer Blue. Ja. Wie Bayer Blue riecht das ganz einfach, ne? Und die Paste qualmt halt extrem gut, wenn sie neu ist. Ja, wenn sie noch schön feucht ist, wenn da noch Molasse dabei ist. Ja, so ist jetzt auch noch okay, die qualmt immer noch gut und man kann sie rauchen, aber ich finde es zum Vergleich zum Tabak fehlt irgendwie was. Also, wahrscheinlich ist es das. Es ist ja kein Nikotin drin. Ja, eben. Wahrscheinlich ist es der Nikotin, wollte ich gerade sagen. Der da fehlt. Da gibt einen, weiß ich nicht, beim Tabak ist halt immer dieser Touch dabei. So. Und wenn du halt ohne Tabak dann raus, ist es irgendwie ein bisschen anders, finde ich. Ja. Ja. Ich finde, das ist aber mal eine gute Alternative. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Zum Kopfbau haben wir natürlich auch wieder für euch eingeblendet. Der ist jetzt irgendwo hier in der Ecke. Wichtig ist, benutzt am besten Funnelkopf. Wir haben uns den Fuck You Kopf von Browood ausgesucht. Und ja, Kopfbau lässt sich am besten mit den Fingern bauen, wie ihr seht. Und ansonsten, wir haben volles Rohr mit drei Kohlen natürlich, wie immer. Und ja, rauchen, wie lange rauchen wir das jetzt? Seit 15 Minuten, ne? Ja, und das Geile an der ganzen Sache ist, es verliert nicht an Geschmack. Irgendwann ist einfach der Geschmack weg. Ja gut, ja. Der Geschmack ist irgendwann auch weg, aber es kratzt nicht oder drückt nicht kein Stückchen, nicht. Ja, es ist halt kein Nikotin und nichts drin, wahrscheinlich liegt es daran und die Blättchen verbrennen dann nicht, weil keine Blättchen drin sind. Irgendwann ist einfach alle, der Rauch lässt nach und der Kopf ist durch. Irgendwann ist vorbei und gut ist. Ja, das ist das Praktische an dem Zeug. Ja, wie lange kann man sowas rauchen? Wie lange haben wir das immer geraucht? Ist im Prinzip unterschiedlich, also eine halbe Stunde auf jeden Fall. Ja, also es ist wie beim Tabak eigentlich, es kommt immer eine halbe Stunde, Stunde so ungefähr. Ja. Da tut sich nicht viel. Ja, wir müssen uns aber ein bisschen beeilen, ich sehe gerade der Akku ist schon schwach. Ja, im Prinzip haben wir zu der Paste schon mal alles gesagt. Was kostet die eigentlich, Janis? Was kostet die? Habe ich rund 8 Euro bezahlt, da sind 75 Gramm drin. Kriegt ihr ungefähr 6-7 Köpfe, würde ich mal sagen. Ne? Ja, so 6-7 Köpfe auf jeden Fall mit raus, gute Köpfe. Und ja, also wenn man euch eine Paste empfehlen sollte, wäre es auf jeden Fall meiner Meinung nach Zigarre Vanille. Ja. Das ist eine richtig geile Sache. Nicht vergleichbar zu den Zigarren Vanille Geschmäckern als Tabak. Weil es schmeckt wirklich komplett anders. Es ist einfach eine Süße dabei, die hast du bei den Zigarre Vanille Tabaksorten finde ich nicht dabei. Ja, das wäre schon. Das wäre der erste Clip. Dann haben wir mal den nächsten. Jetzt geht's weiter. Welchen nehmen wir? Nämlich Steine oder den Tabakersatz? Ich würde erst sagen die Steine. Dann nehmen wir jetzt mal die Steine. Steine haben wir hier. Kopfbau bauen wir jetzt gleich auch. Wir machen jetzt hier einmal einen kurzen Cut, bereiten alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. So, wir haben kurz einen Cut eingelegt, beziehungsweise wir machen jetzt heute weiter, aber das fällt ja gar nicht auf, weil das Video ja noch geschnitten wird. Wir haben Kamera aufgeladen und dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr. Haben wir gesagt, komm, wir machen morgen einfach weiter, stört eh keinen. Und ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Steine drin. Kopfbau seht ihr ja hier jetzt irgendwo in der Ecke. Zu den Steinen erst, das sind Mineralsteine angefeuchtet in Glycerin. Und ja, wir haben jetzt hier die Steine von Shisha Aroma, den Schokorum. Abgebildet sind hier so Rumkugeln. Haben das Ganze angeraucht jetzt im Setup mit dem Hotshot RT und ganz normales Kamingitteraufsatz. Kamingitteraufsatz, ja. Ja, wie lange haben wir jetzt drauf den Kopf? 15-20 Minuten. 15-20 Minuten ist er bestimmt schon drauf. Ja, der qualmt auf jeden Fall gut. Das hat man ja bei Steinen eigentlich immer, dass sie gut qualmen. Geschmacklich sind die auch immer ganz gut dabei, aber bei den Steinen ist das so,
die verlieren irgendwann den Geschmack und dann ist einfach nichts mehr da. Also ist genau wie bei der Pasta eigentlich, da kratzt nichts und ja, irgendwann ist einfach der Geschmack weg und fertig. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären. Ja, und Steine kann man, glaube ich, meine ich war ab 16 sogar schon rauchen. Ne? Also ja, mit 16 kannst du auch schon in eine Shisha-Bar gehen und Steine rauchen. Das ist ja ein großer Vorteil nochmal in der ganzen Sache, weil da kein Nikotin und nichts drin ist. Und ja, Vergleich. Man darf aber nicht sagen rauchen, man muss dampfen sagen. Ja, es ist natürlich. Es ist ja Dampfen und kein Rauchen. Kein Shisha-Rauchen, Shisha-Dampfen da. Das wird gerade geklingelt, ne? Lass ruhig klingeln, wir machen hier weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, Preis haben wir gesagt, Geschmack haben wir gesagt. Ihr könnt da so viel Hitze draufknallen, wie ihr eigentlich wollt. Steine können nicht anbrennen. Wie gesagt, nur so mehr Hitze, umso schneller verdampfen die halt. Und der einzige Vorteil, den ich noch gut finde, ist, man kann die Steine hier wieder reinpacken und neu anfeuchten. Neu anfeuchten, die laden sich sozusagen wieder voll mit Feuchtigkeit. Wie eine Batterie eigentlich. Und lassen sich wieder verwenden. Ja, ja, das wäre es schon dazu. Dann machen wir direkt mal den nächsten Korb, wollen wir keine Zeit verschwenden, ne? Genau, jetzt kommt der Tabakersatz hier. So, angekommen bei der letzten Alternative für Shisha-Tabak. Wir haben jetzt den Tabakersatz hier von Zoex ist das. Was das genau ist, erklärt euch Janis mal eben, der hat sich da ein bisschen schlauer gemacht. Genau, und zwar sieht das erstmal so aus wie eine ganz normale Tabakverpackung, ähnlich wie von Nakla oder Alwaha. 50 Gramm sind hier drin. Wenn man jetzt den Tabak nicht ganz so ernst nimmt, sieht er auch genauso aus wie normaler Tabak. Der ist halt vom Schnitt ein bisschen feiner, liegt daran, dass er, ja, dass es kein Tabak ist. Es ist zum Beispiel einfach nur, ja, geschreddertes Zuckerrohr, angefeuchtet in Molasse, nikotinfrei das Ganze und gibt es in Deutschland wenig zu kaufen. Die Packung ist jetzt aus Italien, hat meine Freundin mir mitgebracht. Und ja, wir haben jetzt den Flavor Berry Blessed. Kopfrohr blenden wir natürlich auch ein, rauchen das Ganze im Hotshot RT. Und ja, geschmacklich, was sagen wir dazu? Wie schmeckt das? Also ich habe nochmal eben kurz eine kleine Ergänzung zu dem Schnitt vom Tabak. Der ist auch sehr, sehr fein, wie Janis ja meinte, und du kannst damit perfekt Köpfe bauen. Der klebt kein bisschen. Also wir haben jetzt schon ein paar Tabakersätze gehabt. Ersätze. Wie auch immer, auf jeden Fall ja, kann man optimal Köpfe bauen, klebt nie. Das ist nochmal ein guter Vorteil. Und ja, geschmacklich schmeckt der sehr fruchtig. Man schmeckt die Kiwi raus, ja. und die Beeren schmeckt man auch. Also so wie es sein sollte. Kann man nicht meckern, das ist auch genau wie bei den Steinen, du hast den Geschmack immer da und irgendwann ist er weg. Es fängt eigentlich nie an zu kratzen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass kein Nikotin drin ist. Drückt auch nicht, gar nee, nicht. Drückt nicht, gar sehr nichts. Nicht. Und qualmt natürlich auch sehr gut, wie bei den ganzen anderen Alternativen. Das Einzige, was du halt nicht hast oder was ihr nicht habt, ist halt dieser Nikotin, dieser, wie soll man das beschreiben, dieser Rausch oder diese Befriedigung, ja, die hast du einfach nicht. Aber trotzdem ist eine gute Alternative, schmeckt sehr lecker und preislich weiß ich gar nicht, was der gekostet hat. Ich denke mal um die 4 bis 5 Euro. Ja. So würde ich jetzt mal einschätzen. Und ja, so, jetzt haben wir alles durchgetestet. Video ist ein bisschen länger geworden. Wir hoffen trotzdem, hat euch gefallen. Und bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe noch eine kurze Alternative, sondern noch eine Ergänzung. Es gibt Tabakersatz auch von Starbucks und Social Smoke. Ne, von Social Smoke glaube ich nicht, von Starbucks. Hat meine Ex-Freundin mir auch mal mitgebracht. Auch richtig geile Geschmäcker dabei. Gibt es aber auch nicht in Deutschland zu kaufen. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Aber haben wir schon mal ein Video darüber gemacht, glaube ich, ne? Glaube ja. Müsste ganz am Anfang gewesen sein, ja, wenn dann. Schaut mal durch. Ja. Muss irgendwo sein. Gut, das wäre schon gewesen. Dann bedanken wir uns erstmal und ja. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Wer uns noch nicht abonniert hat, natürlich gerne abonnieren. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Rauch und ein schönes, sonniges, weiteres Wetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.